Ja, wir wollen uns heute ein paar Beispiele anschauen zum Banachschen Fixpunktsatz und zur Einführung zunächst mal eine Erinnerung, wie der Banachsche Fixpunktsatz aussah. Zunächst mal vier Voraussetzungen, die Sie im Allgemeinen immer nachprüfen müssen. Wir brauchen einen Banachraum X, also einen vollständigen metrischen Raum. Wir brauchen eine abgeschlossene Teilmenge D von X und dabei ist es ausdrücklich zugelassen, dass das D der gesamte Raum ist. Das ist sogar relativ häufig der Fall. Wir brauchen eine Funktion G, die geht von D nach D. Das muss also eine Selbstabbildung sein. Das heißt, man muss da natürlich insbesondere dann immer zeigen, dass diese Werte von G immer wieder in D drin liegen. Und das heißt, und dann als letztes brauchen wir, dass das G kontrahierend ist. Das heißt, es muss eine Kontraktionskonstante Q geben, Q kleiner 1, mit der Eigenschaft, dass G von X minus G von Y kleiner gleich Q mal die Norm von X minus Y ist. Unter diesen Voraussetzungen sagt uns der Banachsche Fixpunktsatz erstmal, es gibt einen eindeutigen Fixpunkt mit der Eigenschaft G von X quer gleich X quer. Und jede Fixpunktfolge konvergiert, das heißt, ich kann ein beliebiges x0 aus d nehmen, ich kann die Fixpunktfolge definieren, xk plus 1 gleich g von xk und dann gilt, dass das xk konvergiert gegen x quer. Und sogar noch ein bisschen mehr, wir können nämlich sagen, wie weit diese Folgeglieder tatsächlich von diesem Fixpunkt noch entfernt sind. Wir haben die a priori und a posteriori Fehlerabschätzungen für den Fehler xk minus x quer. Okay, wir wollen das jetzt nutzen zur Lösung konkreter Aufgaben. Und die Aufgabe, die wir natürlich immer betrachten, ist, wir suchen einen Fixpunkt von g. Das heißt also, wir suchen einen x-quer mit der Eigenschaft, dass g von x-quer gleich x-quer ist. Und wir suchen natürlich, das x-quer selbst, aber aus irgendeinem Grund ist diese Gleichung, die wir hier haben, nicht analytisch auflösbar. Das heißt, wir suchen eine Approximation an dieses x-quer mit einer vorgegebenen Genauigkeit. Was machen wir natürlich? Ja, genau das. Wir konstruieren die Fixpunktfolge. Wir wählen uns ein x0 aus d, machen ein paar Schritte der Fixpunktfolge und wenn uns die Fehlerabschätzungen sagen, dass wir genau genug sind, dann hören wir einfach auf. Ja? Das heißt, es ist alles eigentlich super und wir können den Satz eigentlich so anwenden, wie wir ihn beim letzten Mal aufgeschrieben haben. Ja, ich habe gerade gesagt, es sind immer vier Sachen sind nachzuweisen. Schwierig nachzuweisen scheint zunächst mal zu sein, dieses G kontrahierend. Tatsächlich ist es in den meisten Fällen extrem einfach und warum, das möchte ich Ihnen hier ganz kurz zeigen. Es reicht nämlich einfach auf die Ableitung zu schauen. Zunächst mal alles erfüllt, ja, also seien x, y, zwei beliebige Punkte aus D und sei G eine differenzierbare Funktion. Okay, wenn g differenzierbar ist, dann sagt uns der Mittelwertsatz, dass g von x minus g von y ist gleich g' von xi mal x minus y für ein xi zwischen x und y. Und das ist der mehrdimensionale Satz, das heißt also, der gilt auch in höheren Dimensionen. Zu beachten ist dabei, in höheren Dimensionen ist das g' von xi hier natürlich die Jacobi-Matrix, ja. Und das Xi muss zwischen X und Y liegen. Das heißt insbesondere, die gesamte gerade Linie zwischen X und Y muss auch in D drin liegen. Das heißt also, das D muss konvex sein. Ja, nur dann gilt tatsächlich der Mittelwertsatz. Okay, wenn das stimmt, dann ist natürlich auch die Norm von G von X minus G von Y gleich der Norm von G' von Xi mal X minus Y. Und jetzt, wenn ich hier vorne die induzierte Matrixnorm nehme, dann kann ich sagen, das ist kleiner gleich der Norm von G' von Xi mal der Norm von X minus Y. Okay, das sieht schon genau wie das aus, was ich brauche. Das Blöde ist, ich kenne das Xi hier natürlich nicht. Ich weiß nur, das liegt irgendwo zwischen X und Y. Und dann ersetzen wir dieses doch hier vorne durch sein Supremum. Das heißt, ich definiere mal mein Q als das Supremum über alle Xi-Element D Norm G' von Xi. Und dann gilt natürlich, dass die Norm von g von x minus g von y kleiner gleich q mal die Norm von x minus y ist. Okay, das heißt also, ich kann hier sofort folgern, wenn d konvex ist, dann gilt der Mittelwertsatz. Und wenn das q kleiner 1 ist, ja, dann haben wir tatsächlich ein vernünftiges q gefunden für unsere Kontraktionskonstante und das g ist kontrahierend.
Umgekehrt, falls g' von x größer gleich 1 ist in der Norm für ein x aus d, dann ist g auch nicht kontrahierend. Und zwar sieht man das daran, dass dann hier diese Grenze tatsächlich angenommen wird und es nicht durch eine Grenze kleiner als 1 nach oben beschränkt ist. Okay, das heißt also, wir können diese Kontraktionseigenschaft sehr einfach nachweisen, einfach indem wir auf die Ableitungen schauen. Sind die Ableitungen vom Betrag her immer kleiner gleich q kleiner 1? Ist es kontrahierend? Wird es irgendwo mindestens 1? Ist es nicht kontrahierend? Okay, gut, dann machen wir mal hier einen ganzen Haufen Beispiele. Und wir schauen uns erstmal an die Funktion g von x gleich b mal x plus c und b soll eine Matrix sein aus dem R hoch n Kreuz n, c ein Vektor aus dem R hoch n. Das heißt also, g ist in diesem Fall eine Funktion aus dem R hoch n in den R hoch n. Okay, welche Aufgabe lösen wir dann eigentlich? Wir lösen dann die Aufgabe x² gleich b mal x² plus c. Das heißt also, wir lösen in diesem Fall tatsächlich ein konkretes lineares Gleichungssystem. Wann ist das, was hier steht, kontrahierend? Naja, es ist kontrahierend, nach dem, was wir gerade gesagt haben, genau dann, wenn die Jacobi-Matrix von G in der Norm kleiner ist als 1. Naja, aber die Jacobi-Matrix von B mal X plus C ist einfach nur B. Das heißt also, das ist kontrahierend, genau dann, wenn die induzierte Matrixnorm von B bezüglich der Norm, die wir betrachten auf dem R hoch N, kleiner ist als 1. Ja, okay. Das heißt, das können wir ganz einfach feststellen, wann so eine Funktion tatsächlich kontrahierend ist. Und ganz kurz, wie sieht es mit den anderen Voraussetzungen aus? Ja, ich habe sie jetzt da oben, ich weiß aber noch auswendig. Der R hoch n ist natürlich vollständig. Wir betrachten als Teilmenge des R hoch n den R hoch n selbst. Der ist abgeschlossen. Und und dann haben wir hier, und das ist natürlich eine Selbstabbildung. Ja, das ist eine Selbstabbildung. Und außerdem ist kontrahierend, haben wir gerade nachgewiesen. Also sind die Voraussetzungen von Banach auch erfüllt und wir können tatsächlich den Banachschen Fixpunktsatz anwenden. Okay, gut. Dann, wie sieht es aus mit der Funktion g von x gleich 0,9 mal Cosinus x? Naja, also die Ableitung wäre minus 0,9 mal Sinus x. Der Sinus liegt zwischen minus 1 und 1. Naja, und das heißt also, die Ableitung liegt zwischen minus 0,9 und 0,9. Und das bedeutet natürlich, die Funktion ist kontrahierend. Wir betrachten das wieder von R nach R. R ist vollständig. R ist Teilmenge von R. Abgeschlossene Teilmenge von R. Und das ist natürlich eine Selbstabbildung, so wie es da steht. Das heißt also, Banachscher Fixpunktsatz ist anwendbar und wir haben genau einen Fixpunkt. Dann betrachten wir die Funktion g von x gleich Cosinus x. Naja, also das ist hier in diesem Fall ungünstiger. Denn wenn wir das betrachten als Funktion von R nach R, dann gilt natürlich Cosinus Pi halbe. Die Ableitung ist minus Sinus. Wir betrachten die an der Stelle Pi halbe. Da ist sie also dann minus 1. Und damit wird an einer Stelle tatsächlich der Betrag 1 angenommen und die Funktion, so wie sie da steht, ist nicht kontrahiert. Ja? Also die 0,9 oben, die hatten schon ihre Berechtigung. Okay, wie können wir das jetzt hinbekommen, dass diese Funktion kontrahierend ist? Na, ist ja ganz einfach. Das x muss ja aus d sein, wo wir die Ableitung nehmen. Das heißt, wir könnten ja auf die Idee kommen, wir schränken das d einfach ein. Das heißt also, wir betrachten einfach mal diese Funktion g von x gleich Cosinus x, aber diesmal auf dem Intervall von minus 0,1, 0,1 nach r. Wunderbar. Ist die Funktion kontrahierend? Ja, sie ist kontrahierend, denn die Ableitung ist sicherlich kleiner q kleiner 1. Ja? Die Ableitung in der Nähe von 0 ist tatsächlich auch fast 0. Das heißt, es ist bestimmt durch 1 nach oben, durch 0,5 nach oben beschränkt und natürlich ist diese Funktion, die da steht, kontrahierend. Aber es ist keine Selbstabbildung. Ja? Wir brauchen natürlich, um den Banachschen Fixpunktsatz anzuwenden und sonst hilft uns die Kontraktionseigenschaft ja nichts, brauchen wir, dass das eine Selbstabbildung ist und es ist keine Selbstabbildung und damit können wir es vergessen. Ja? Also es hat hier nichts geholfen. Aber vielleicht können wir uns ja auf ein anderes Intervall einschränken. Und zwar betrachte ich jetzt mal das Intervall von 0,6 bis 0,9. Und ich behaupte, da ist das tatsächlich der Cosinus eine Selbstabbildung. Das heißt, auf dem Intervall 0,6 bis 0,9 liegen tatsächlich die Werte, wenn ich g darauf anwende, wieder im Intervall 0,6 bis 0,9. Das heißt also, g ist wirklich eine Selbstabbildung.
Zunächst mal, das ist tatsächlich der Fall. Vielleicht sollte ich das hier mal ein bisschen vergrößern. Ja, mal gucken. Ja, mal gucken, ob ich es auch gleich wieder kleiner kriege. Das hier ist der Cosinus im Bereich von 0,6 bis 0,9. Und Sie sehen tatsächlich, die Werte liegen im Bereich von 0,6 bis 0,9. Das heißt also, erstmal ist schon mal klar, okay, das ist wirklich eine Selbstabbildung und das funktioniert. Ja, ein bisschen wie befürchtet, jetzt kriege ich es nicht wieder kleiner. Ach doch, so ungefähr. So, das heißt also, erstmal ist es eine Selbstabbildung. Es ist natürlich auch kontrahierend, also kann ich den Fixpunktsatz von Banach anwenden. Warum ist es kontrahierend? Naja, Pi halbe liegt nicht drin. Ja, und Sie können hier vorne sehen, die Ableitung hier ist überall vom Betrag her kleiner als 1. Das heißt also, tatsächlich ist es kontrahierend. Ich brauche gar nicht drüber nachzudenken. Wie würde man jetzt in der Aufgabe zeigen, also ohne das zu plotten, dass das tatsächlich eine Selbstabbildung ist? Naja, das ist auch in dem Fall ganz einfach. Der Cosinus ist natürlich monoton fallend in diesem Bereich. Das heißt also, insbesondere ist er einfach nur monoton. Das heißt also, wenn ich zeigen kann, dass g von 0,6 im Intervall 0,6 bis 0,9 liegt und g von 0,9 im Intervall von 0,6 bis 0,9 liegen, dann liegen alle anderen Werte dazwischen und das heißt, die liegen dann auch im Intervall von 0,6 bis 0,9. Ja, und das kann ich jetzt dann einfach mit dem Taschenrechner ausrechnen. Tatsächlich g von 0,6, das ist also Cosinus 0,6, ist so ungefähr 0,82, liegt natürlich im Intervall 0,6 bis 0,9. G von 0,9 ist ungefähr 0,62, liegt natürlich auch im Intervall 0,6 bis 0,9. Das heißt, alle Werte zwischen 0,6 und 0,9 müssen auch in dem Intervall liegen. Und damit ist tatsächlich dieses G hier vorne eine Selbstabbildung. Okay. Gut. Okay, das heißt, wir haben da alles zusammen, können den Fixpunktsatz von Banach anwenden. Jetzt noch so ein paar warnende Beispiele. Zunächst mal, ich habe vorhin gesagt, das muss die induzierte Matrixnorm genommen werden für die Jacobi-Matrix bezüglich der Norm, die wir betrachten, im R hoch n. Das kann dazu führen, dass das G kontrahierend ist in der einen Norm und nicht kontrahierend in einer anderen Norm. Und ein ganz einfaches Beispiel ist, wir wählen mal die Matrix B als 1/10 mal 6, 6, 0, 6. Was ist dann die Unendlich-Norm, die Supremumsnorm dieser Matrix, induzierte Supremumsnorm? Nochmal kurze Erinnerung. Ja, man nimmt die Beträge in jeder Zeile, summiert die auf, davon das Maximum und das ist meine Unendlich-Norm. Okay, was wäre das hier? Da haben wir hier also in der ersten Zeile Summe der Beträge ist 12, hier ist es 6, also Maximum ist 12, geteilt durch die 10, die wir noch davor haben, gibt insgesamt 1,2. Ja, also die Unendlich-Norm ist 1,2, das heißt also, diese Funktion b mal x plus c, die ist nicht kontrahierend in der Supremumsnorm. Aber wenn ich mir die euklidische Norm angucke, also die induzierte euklidische Norm, das war die Wurzel aus dem betragsmaximalen Eigenwert von a transponiert a, oder in diesem Fall b transponiert b. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann ist das gerade 0,97. Und ist damit kleiner als 1 und das bedeutet, die Funktion b mal x plus c ist kontrahierend in der euklidischen Norm. Ja, das ist so ein bisschen überraschend, denn die Konvergenz der Fixpunktfolge hängt ja offensichtlich nicht davon ab, in welcher Norm ich sie betrachte, weil alle Normen äquivalent sind. Aber es ist tatsächlich so, ja, also diese Kontraktionseigenschaft, die hängt wirklich von der Norm ab. Und wir sehen schon hier, unter Umständen ist es wichtig, dass wir die richtige Norm wählen. Und das wird im übernächsten Kapitel tatsächlich ein großes Thema sein. Okay, dann die Formulierung, die wir benutzen zur Lösung unserer Aufgabe, ist auch wichtig. Und dazu hier ein ganz kleines Beispiel. Angenommen, wir wollen lösen die Aufgabe x² gleich Tangens x². Und da ist ja irgendwie offensichtlich, was wir machen. Ja? Also wir wählen g von x gleich Tangens x und machen die Fixpunktfolge. Das wäre wahrscheinlich sofort unsere Idee. Stellt sich heraus, dass g' von x ist 1 durch Cosinus Quadrat x und das ist immer größer gleich 1. Das heißt also, das ist nicht kontrahierend und ich habe keine Chance, hier irgendwas zu machen mit dem Banachschen Fixpunktsatz. Schauen wir uns aber hier auch mal die Situation ein bisschen genauer an. Ja, also, ich versuche mal wieder das zu vergrößern. Ja, geht so halbwegs. Ich lasse es mal lieber so.
Hier ist die Funktion Tangens x, nochmal zur Erinnerung. Ja. Tangens x hat hier vorne einen Pol und das ist meine Funktion x. Und der Fixpunkt, den wir suchen, mit x gleich Tangens x, naja, wir haben einen bei 0, der ist ein bisschen langweilig. Und wir suchen mal diesen Fixpunkt hier oben, der liegt da auf jeden Fall zwischen Pi halbe und 3 Pi halbe, liegt hier ganz in der Nähe von 3 Pi halbe tatsächlich. Und diesen Fixpunkt suchen wir. Okay, also mit x, mit der Formulierung x quer gleich Tangens x quer kommen wir offensichtlich nicht weiter. Dann ist ja die Frage, was machen wir dann? Ups, jetzt bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ja, das akzeptieren wir hier mal. Mit der Formulierung x quer gleich Tangens x quer kommen wir nicht weiter. Vielleicht können wir ja einfach die Umkehrfunktion auf beiden Seiten anwenden. Und wenn ich das mache, dann steht auf der rechten Seite Arcus, ich mache den Arcus Tangens, ja, Arcus Tangens, Tangens x quer. Und ich bekomme die Gleichung Arcus Tangens x quer plus Pi gleich x quer plus Pi deshalb, weil uns hier in unserem Intervall, in dem wir das Ganze uns anschauen, nämlich im Intervall von Pi halbe bis 3 Pi halbe, da müssen wir tatsächlich Pi drauf addieren, denn der Arcus Tangens liefert uns tatsächlich Werte im Bereich von minus Pi halbe bis Pi halbe und wir wollen ja in dem Bereich von Pi halbe bis 3 Pi halbe. Okay, gut. Also erstmal, man stellt sofort fest, das ist eine Selbstabbildung. Ja? Das ist eine Selbstabbildung. Und die Ableitung des Arcus Tangens ist 1 durch 1 plus x Quadrat. Okay, in dem Bereich, in dem wir uns das Ganze anschauen, ist diese Funktion 1 durch 1 plus x Quadrat immer kleiner als 1, ja, im Bereich von Pi halbe bis 3 Pi halbe. Das heißt also tatsächlich, die Funktion ist kontrahierend. Und mit dieser etwas anderen Formulierung, nämlich einfach auf beiden Seiten hier vorne die Umkehrfunktion angewandt, ist tatsächlich unsere Funktion kontrahierend, der Banachsche Fixpunktsatz gilt und wir können einen Fixpunkt mit Hilfe des Banachschen Fixpunktsatzes tatsächlich versuchen zu approximieren. Und wir gucken uns auch mal an hier, wie diese Approximation dann tatsächlich aussieht. Ups. Wir schauen uns an, wie diese Approximation tatsächlich aussieht. Und zwar fangen wir hier einfach mal an mit dem Punkt in der Mitte dieses Intervalls. Also wir fangen an mit x gleich Pi oder x0 gleich Pi und führen einige Schritte der Fixpunkt-Iteration durch. Okay, hier vorne sind die xk's aufgelistet, die ich dann bekomme. Hier ist die a priori Fehlerabschätzung, die man bekommt, wenn man das richtige Q einsetzt. Hier ist die a posteriori Fehlerabschätzung, die wir bekommen, indem wir die letzten beiden Elemente jeweils vergleichen, die letzten beiden Folgeglieder vergleichen. Und hier ist der tatsächliche Fehler. Ich habe nämlich mal hochgenau tatsächlich das x quer ausgerechnet und mal geguckt, wie hoch ist denn der wirkliche Fehler. Okay, und ich habe hier vorne man sieht, dass hier nach 5 Schritten ist man irgendwie bei 4,4934 und dann tut sich nichts mehr. Und da wäre wahrscheinlich unsere Vermutung, naja, da sind wir jetzt nicht mehr allzu weit vom Fixpunkt entfernt. Aber wir brauchen gar nicht zu vermuten, denn die a priori und a posteriori Fehlerabschätzungen, die sagen uns ja, wie weit wir tatsächlich noch entfernt sind. Und die a priori Fehlerabschätzung liefert uns hier eine Genauigkeit von ungefähr 1 mal 10 hoch minus 3. Das heißt, sie sagt uns, dieser Wert ist maximal noch 10 hoch minus 3 vom Fixpunkt entfernt. Die a posteriori gibt uns sogar eine Abschätzung von 1,2 mal 10 hoch minus 5. Das heißt, die a posteriori Abschätzung hier ist wesentlich besser, gibt uns eine wesentlich bessere Abschätzung und wir hätten tatsächlich hier schon wesentlich früher aufhören können. Und das ist natürlich der Grund, warum das hier jetzt besser ist. Sobald eine von den beiden Fehlerabschätzungen uns sagt, ihr seid genau genug, dann können wir tatsächlich ausrechnen. Wenn die Abschätzung schlecht ist, dann rechnen wir viel zu viel. Okay, hier vorne sehen wir, dass tatsächlich beide Fehlerabschätzungen noch viel zu pessimistisch waren, denn der Wert, den ich ausgerechnet habe, war in Wirklichkeit schon genau bis auf 5 mal 10 hoch minus 7, also nochmal um den Faktor, Faktor 50 oder sowas, 20 glaube ich, um Faktor 20 besser nochmal als die a posteriori Abschätzung. Okay, also erstmal, was wir hier mitnehmen können, ist erstmal, das funktioniert. Ja, unsere Idee, wir können jetzt plötzlich Gleichungen zumindest approximativ lösen, die wir eigentlich nicht lösen können. Ja, x quer gleich Tangens x quer besitzt keine Lösung, die man wirklich analytisch angeben kann.
Und wir können sie aber jetzt approximieren zumindest. Und die a priori und a posteriori Fehlerabschätzungen, die sagen uns sogar, wie lange wir tatsächlich unsere Fixpunkt-Iterationen iterieren müssen, um eine bestimmte vorgegebene Genauigkeit zu erreichen. Wunderbar. Und das wollen wir jetzt noch ein bisschen weiter anwenden.